Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen. Ah nee, ich wollte anders machen, ne? Hi Sisters, my name is Shalina and welcome back to my YouTube channel. Ah nee, das war jetzt James und Jeffrey gemischt, ne? Well. Nochmal. Ich weiß nicht, wie es richtig geht. Ich nehme sowas immer nur so unterbewusst wahr. Hi Sisters, James Charles here and welcome back to my YouTube channel. Oh my god, you guys. War doch gar nicht so verkehrt, nur die Betonung war falsch. Hey guys. Hä, sagt der nun Geist oder Sister? Bin ich dumm? Hi Sisters, James Charles. Sisters, wollte sagen. Hi Sisters, Nochmal, hi Sisters, Julina Mannen hier. Welcome back to my channel. Ist nicht so schwer. Hi Sisters, Julina Mannen hier and welcome back to my YouTube channel. We are 10 million sisters strong. Well, I wish. My social blade is red. Okay, dieses Video ist in Deutsch, aber herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe gedacht, zur Feier des Tages mache ich mich mal richtig hier overdressed. Ich liebe dieses T-Shirt. Und Florian meinte, Julina, du schränkst dich mit dem Oberteil total farblich ein, was wir heute machen. Wann habe ich jemals mein Make-up auf mein Outfit abgestimmt? Wie ihr aber schon wahrscheinlich an meinem wundervollen Intro, habt ihr dafür schon einen Daumen hoch da gelassen? Nein? Dann können wir leider nicht weitermachen. Okay, Lena hat Schuld. Sorry. Sehr schön. Danke dir, Lena. Jetzt können wir starten. Es geht heute um die Morphe und James Charles Collection. Und zwar sowohl Pinselset als auch Palette. Während ich das Ganze hier auspacke und so ein bisschen mir mal anschaue. She's thick. Oh mein Gott. Julina Mann freut sich über was Dickes in der Hand. Promi Flash is quaking. Contenance. Was ist Leute los mit mir? Ich habe viel zu gute Laune, ist ja eklig. Widerlich. Das hier sind die Pinsel. Richtig dickes Paket. Oh mein Gott, ich bin jedes Mal triggert, wenn hier drauf steht, do not eat. I know, ich sehe verfressen aus, aber I get it. Oh, Florian, gib Gas. Ich muss anfangen. Das ist der letzte. Komm, Kitty. Oh, Florian, hier ist das teure Equipment. Kitty, Kitty. Kitty, Kitty. Das hier sind die Pinsel nun ausgepackt. Ich finde es mega cool, dass man direkt so ein Travel Case mit dazu bekommt. Und es ist auch der sagenumwobene Morphe Sponge mit dabei, den Gott und die Welt hype. Ich habe meine Base natürlich jetzt schon fertig. Nein, ich bin ungeschminkt. Sorry, gelogen. Das heißt, hierzu und zu den anderen Face-Pinseln wird es den nächsten Update geben. Das hier sind die Pinsel, die ich persönlich so fürs Gesicht benutzen würde. Wir haben einen festgepackten Foundation-Pinsel, großen Puder-Pinsel, Contour-Blush, nochmal Contour-Blush, dann Blush-Highlight, einen kleinen Concealer-Pinsel und einen Pinsel für Nose-Contour. Und dann ist hier noch einer für Highlight, Schrägstrich, ganz messy, grob geblendeten Lidschatten. Und dann haben wir die ganzen Pinsel für die Augen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es so gut durchdacht mit dem Doppelte von manchen. Ich finde es richtig, richtig geil, weil ich bin auch die Person, wenn ich einen Lidschattenpinsel finde zum Verblenden oder so, der mir gut gefällt, ich habe low-key 12 oder 13. Und zwar, weil es manchmal einfacher ist, wenn man den Pinsel mehrfach hat und du einfach in verschiedene Farben verschieden blenden kannst und nicht die ganzen Farben irgendwie ineinander im selben Pinsel sich vermischen und dann ist alles nur noch fleckig und dreckig und no. Also ich finde das Konzept mega, mega gut. Ich mag auch tatsächlich die Morphe-Pinsel gerne. Die sind zwar relativ günstig, aber sie funktionieren gut. Ich sag ja normalerweise bei Pinseln, die müssen ein bisschen teurer sein, um wirklich gute Qualität zu haben. Aber ich mag Morphe-Pinsel. Kommen wir nun aber zum Herzstück der Palette. Hi Sisters! Und zwar ist das die Artistry Palette. Es heißt speziell nicht Eyeshadow Palette, weil ein paar dieser Töne gepresste Pigmente sind. Und es gab hier so ein bisschen Drama bei ein paar der Töne. Speziell um ihn hier. Das Knallpink, weil ein Mädel auf Twitter irgendwie Probleme damit hatte, dass ihre Haut so eingefärbt wurde und so ein bisschen gestained war. Das kann bei gepressten Pigmenten vorkommen. Deswegen heißt es halt auch hier
Artistry Palette und nicht Eyeshadow Palette. Ich muss ganz ehrlich sagen, vom Packaging und so vom Design des Ganzen spricht es mich ästhetisch total an. Ich finde das schön, dass hier halt James Charles in diesem glossy Weiß sich vom matten Weiß der restlichen Verpackung halt so absetzt. Hinten ist halt noch eine kleine Message für alle seine Sisters da draußen. Und ja, wie hier die Palette. Und auch hier wieder alles sehr monochromatisch, mattes Schwarz für die Palette an sich. Und dann das Glossy für Morphe X James Charles mit seiner Unterschrift. Ich finde das Packaging 1A. Sie ist auch unglaublich dünn, die Palette. Das heißt, sie nimmt, wenn man unterwegs ist, nicht viel Platz weg. Und sie fühlt sich wirklich massiv an. Mal gucken, wie viele ich jetzt kaputt gemacht habe. Gar keinen. Das heißt, der Drop-Test ist überstanden. Was ich nur direkt sagen muss, was mich leider ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass die Namen der Lidschatten, weil James hat unglaublich viel Liebe, Zeit, Arbeit und Gedanken in das Ganze reingesteckt, nicht auf der eigentlichen Palette sind, sondern halt nur auf dieser Klarsichtfolie. Das war bei der Jaclyn Hill Palette mit Morphe auch schon so. Und ich werde es auch hier wieder so machen, dass ich mir einfach dieses durchsichtige Ding oben dran klebe. Ich fände es halt schöner, wenn Morphe bei den Influencer-Kooperationen es irgendwie hinbekommen würde, die Shade Names neben die Shades eigentlich zu schreiben oder zu drucken, keine Ahnung. Weil hinter den Namen steckt so viel Geschichte und so viel Bedeutung für den YouTuber und für seinen Kanal und für seine Marke, für die er halt einfach steht, und die Namen jetzt halt nicht mehr direkt irgendwie in Kombination mit den eigentlichen Lidschatten zu sehen, finde ich ein bisschen schade. Genug gelabert! Ich sehe schon die Kommentare, das Video beginnt bei 6 Minuten 32. Love it. Als wäre all das, was ich jetzt im Vorfeld gesagt habe, unnötig. Obwohl. Was war das? Oh mein Gott, wo kommt es her? Ich hasse es. Was mich gerade nervt, ist, dass kein Spiegel drin ist. Aber auch das war schon bei Jaclyn nicht. Ja, finde ich schade. I prefer palettes with a mirror. Inside. Ach, schon wieder so viel Englisch. Ah, ich glaube, ich muss entfolgen. Aha. Starten wir nun aber mit der eigentlichen First Impression zu dieser Palette. Und als allererstes, wie immer, meine P. Louise Space mit dem Morphe M166 Pinsel. Use Code Jolina für 10% Rabatt. Wo wir gerade von den Codes reden, ich persönlich mag das total gerne, dass es bei Morphe so viele YouTuber gibt, die einen Code haben. Einfach weil man sich da wirklich aussuchen kann, okay, wen möchte ich gerade irgendwie supporten. Ich persönlich supporte super gerne gerade die kleineren YouTuber. So zum Beispiel Belle Jordan. Ich liebe ihre Arbeit. Sie macht so tolle Looks. Und das finde ich einfach cool, da zu wissen, dass man die ein bisschen unterstützen kann, halt einfach durch die Tatsache, dass man den Code benutzt und halt selber auch noch was spart. So ist halt Win-Win-Situation für alle. Und was mit deinem Code? Oh nein, ich habe leider noch keinen Code. Ach echt nicht? Oh, Entschuldigung. Florian? Ihr wisst, ich mache ganz oft zwei verschiedene Looks. Eine Seite so, wenn ich eine Palette teste, wo viele Farben drin sind. Aber ich habe heute mal Bock, zum allerersten Mal so einen richtigen Rainbow-Look zu machen. Und es bietet sich mit der Palette einfach an. Und gleichzeitig teste ich so viele Shades wie irgendwie möglich. Der erste Ton, den ich benutze, ist der Ton 518. Und das trage ich auch mit dem M456. Oh mein Gott, so viele Nummern. Wie schaffen das die Amis, dass es so natural wirkt, wenn sie irgendwelche Zahlencodes auf uns einballern? Als allererstes platziere ich den Ton in so pressenden Bewegungen und dann buffe ich das halt ganz soft, ohne viel Druck nach außen hin aus. Als nächsten Ton benutze ich das knallige Feuerrot. You are kidding. Oh mein Gott, seht ihr, wie rot das ist? Crazy. Und platziere das direkt daneben. Oh mein Gott, das ist definitiv krasser pigmentiert als das erste Orange. Als nächstes mische ich die Farben Love That und Single, um so ein bisschen mehr ins Lila reinzukommen. Wow. Ganz ehrlich, dafür, dass es ein Lila ist, in Matt, hat es richtig, richtig viel Schmackes. Sehr, sehr satte Farbe und unglaublich pigmentiert. Okay, komisch. Warum auch immer. Hier gar nicht, aber hier habe ich einen Fleck, da wo ich die Farbe zuerst platziert habe. Hä, verstehe ich gerade null, weil die Base war trocken. Komplett. Ja gut, aber wir ziehen da gleich eh einen Cut. Also ich glaube, ich kann es retten. Das ist so gut, wie ich das gerade wegbekomme. Aber ich glaube, im Endeffekt wird man es gar nicht mehr so doll sehen. Und last but not least gehen wir ins dunkelste Lila in der Farbe Escape und platzieren das hier ganz unten in dem Farbverlauf. Nur noch für ein bisschen extra Tiefe. Jetzt gehe ich wieder mit
mit der P. Louise Base und dem M224 Pinsel rein, um mir eine Cut Crease zu ziehen. Ohne Scheiß, sieht geil aus. Fällt dir? Ja, ich wusste nicht, dass man Cut Crease auch so machen kann. Durchziehen kann. Ja, das ist eine richtige Cut Crease, das andere ist eine Half Cut Crease. Ah, okay, super. Aber generell, Schatz, ich habe ja gedacht, das Make-up wird eh ganz anders, ne? Warum? Naja, ich habe halt gedacht... Oh mein Gott, das wäre so richtig trash. Nee. Okay, jetzt kommt der schwere Part. Jetzt muss man gucken, dass es mehr oder weniger gleich wird. Wir müssen demnächst unbedingt mal, wenn wir zusammen filmen, glaube ich, auch eine Kamera aufbauen, um mich dabei zu filmen, wie ich dir zugucke. Weil teilweise halte ich dann auch die Luft an. Oder wenn du so runter guckst, ich gucke dann auch so. So die großen Augen und den Mund schon nach unten gezogen und ich halt auch. Und ich denke so, hä, warum mache ich das? Oh mein Gott, das passiert automatisch, ich will es gar nicht machen. Als nächstes gehe ich rein mit dem puren Weiß, das heißt Flashback, und sette damit nun die freigesetzte Partie. Flashback hat sehr, sehr viel Kickback und auch verhältnismäßig viel Fallout. Ich bin ehrlich, das Weiß gefällt mir nicht so gut. Alle waren in ihren Reviews so total hyped über das Weiß nach dem Motto, so pigmented. Nee, ich gehe rein wie bescheuert. Es ist alles voll mit Kickback gerade vor mir. Und ich finde nicht, dass es komplett wirklich deckend ist. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich drüber gehe. Und ich finde, es sieht eher ein bisschen... fleckig. Kreidig aus, ja. Finde ich nicht optimal. Nee, das Weiß ist der erste Ton, der mich wirklich enttäuscht. Also was heißt enttäuscht? Es ist Make-up. Wie overdramatic kann es sein? Ich habe gerade lange überlegt, ob ich das metallische Lila Artistry oder das metallische Gold Wig so ein bisschen aufs Lid geben möchte, weil mich das Weiß nicht überzeugt hat. Aber das Lila haben schon so viele andere gemacht, deswegen machen wir jetzt das Gold. Und das tupfen wir einfach so ein bisschen drauf. Das hat relativ viele Glitzerpartikel. Und ich möchte, dass die Glitzerpartikel mehr durchkommen als die eigentliche Farbe. Deswegen presse ich das eher. Okay, mit dem Finger hat es ein bisschen Fallout. Unspektakulär. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich es jetzt schon mit dem Weißen gesettet habe. Aber das ist kein Wow-Gold. Dafür gibt es halt leider kein U. Weil ich mit dem Weiß die Cut Crease ein bisschen undefiniert gemacht habe, gehe ich nun mit diesem goldenen Glitter Liner von Urban Decay einmal über die Kontur. Damit kann man so ein paar kleine Fehler korrigieren und es sieht wieder scharf aus. Bevor wir uns nun um Liner und Lashes kümmern, möchte ich erst noch highlighten. Und dafür benutzen wir den Ton Ring Light und platzieren den im inneren Augenwinkel. Yes! Nice! Ich wollte sagen, James Charles hat seine komplette Karriere auf einem Ringlight aufgebaut. Wenn der Ton jetzt nicht überzeugt hätte, wäre traurig gewesen. Und für den Spaß an der Freude gebe ich mir den Ton auch noch ein bisschen unter den höchsten Punkt meiner Augenbraue. Vorsichtig, weil ich habe nicht wirklich frisch gezupft. Und der Schimmerton kann sonst die überschüssigen Härchen akzentuieren. Cool. Der Ton gefällt mir richtig gut. Der hätte auch ruhig groß sein dürfen. Eyeliner ist dran, dafür habe ich von Vamstamp diesen Stempler benutzt. Ich liebe den in Größe L. Ja, large. Machen wir mit dem unteren Lidschatten weiter und dafür platziere ich als allererstes das Gelb in der Farbe B im inneren Augenwinkel. James Social Blade ist immer neongrün, dementsprechend heißt es neongrün Social Blade. Ja, meins halt nicht. Aber es ist ja auch James Palette und ich meine, deswegen ist das schon okay. Ohne Scheiß, auch auf die Gefahren, dass mich jetzt jeder für den dümmsten Mann der Welt hält. Jetzt kommt's. Ich komm nicht drauf, was soll Social Blade sein und warum hat es eine Farbe? Ach, Florian. Social Blade ist diese Website, wo dein YouTube-Kanal von der Performance analysiert wird. Ist ja nicht so, als hättest du nicht auch einen Kanal, ne? Ja, okay, alles klar. Und bei James Charles, weil er der krasseste Kanal ever ist, ist halt immer alles grün. Und bei dir? Jetzt werde ich verglichen. Ja. Meine Views sind grün. Meine Abonnenten sind rot. Und wo wir gerade dabei sind, ich habe gesehen, dass 50% von euch, die meine Videos gucken, nur meinen Kanal abonniert haben. Das heißt, wir könnten schon über 500.000 sein. Also, dann ist es so, als wenn man datet, aber nicht sagt, wir sind in einer Beziehung, sondern das einfach so für ein paar Monate so laufen lässt. Ja. Was ist das denn? Also. Abonnieren, committed. Abonnieren, abonnieren. Ich bin hier. Ich warte auf dich und ich freue mich, dich am Sonntag wiederzusehen für eine Storytime. Bum, bum, bum. Ich habe die Bombe gedroppt. Okay, dafür musst du abonnieren. Schluss mit der Self-Promo. Wir machen weiter. Blau. Die Farbe Cola.
I don't get it. Wieso ist Cola blau? Naja, kommt drauf an, was man in die Cola reinmacht, dann wird man blau. Ach Florian, mein kleiner Bauer. Dass du früher rum Cola getrunken hast, wollen meine Zuschauer gar nicht wissen. Ta-ta-ta-ta, Lashes sind dran. Dafür habe ich wieder die Lily Lashes benutzt im Style Miami. Und ich möchte jetzt unbedingt noch mit euch einen der Töne als Highlighter ausprobieren. Es bietet sich einfach an, denn auch James hat in seinem Video gesagt, dass dieser Ton, der Ton Face, sich halt schon dafür eignen würde. Dementsprechend probieren wir das aus. Aber vorher gehen wir ganz bisschen rein mit dem Morphe Prep and Set Spray. Und als Pinsel benutze ich die M501 und... let's go. Ja, das ist kein U-Highlighter. Obwohl, man kann ihn gut aufbauen, merke ich gerade. Ha, das U will nicht raus. Hätte vielleicht besser den Ringlight-Ton benutzen sollen. Tatsächlich habe ich da auch gerade drüber nachgedacht, den so ein bisschen als Topper draufzusetzen, weil Team Julina weiß ja, Highlighter ist niemals eindimensional. Wir bauen das jetzt erstmal ein bisschen auf und dann toppen wir es jetzt mit Ringlight. Ringlight, selber Pinsel und nur auf den höchsten Punkt. Oh, yes, that's an actual Ringlight moment. Oh mein Gott, ich bin so ein Opfer. Und für meine Lippen benutze ich nun von Charlotte Tilbury den Lip Cheat Lip Liner in der Farbe Pillow Talk. Und zu diesem bunten Lidschatten-Look, Leute, wie könnte es anders sein, ein Glossy Nude und zwar von Maybelline in der Farbe 50 Baddest Beige. Hier ist der fertige Look für heute und ich muss sagen, es hat mir so viel Spaß gemacht. Auch wenn wir zwischendurch so ein bisschen hier und da kleine Struggles hatten, ganz ehrlich, ist es mega, mega cool und ich fühle mich halt endlich nach so langer Zeit von der Palette mal wieder so richtig inspiriert und herausgefordert, einen richtig geilen Look zu zaubern. Das Thema der Palette Unleash Your Inner Artist ist halt wirklich Nagel auf den Kopf. Wenn man sich die Palette anguckt und all die verschiedenen Farbkombinationen, die möglich sind, man hat den kompletten Regenbogen als Make-up-Spielplatz vor sich liegen und es ist ein, es macht für je, wow, mir fehlen die Worte und ich glaube, so geht es jedem, der sich für Make-up und gerade für Lidschatten interessiert. Was ich erst sagte, von wegen, es war so ein bisschen patchy, ich würde es nicht zwangsweise auf den Lidschatten schieben und das ist nicht, dass, weil ich das Gute im Menschen und im Lidschatten sehen möchte, sondern einfach, weil ich dem noch mehr eine Chance geben möchte als eine First Impression. Ich finde halt, First Impressions sind oft ein bisschen voreilige Schlüsse und dementsprechend möchte ich dem mehr eine Chance geben, als jetzt hier beim ersten Mal direkt zu roasten. Ich finde, das hat weder die Palette verdient, noch die Performance der restlichen Lidschatten, weil an und für sich hat es richtig gut funktioniert. Das weiß... das Gold, aber ich glaube, da war es halt auch in erster Linie vielleicht meine Technik. Einen schimmernden Lidschatten da aufzutragen, wo vorher schon mit einem anderen matten Ton gesettet war, macht halt meiner Meinung nach gar keinen Sinn und genau das habe ich gemacht. Dementsprechend, dass der nicht so 100% jetzt knallt, ist höchstwahrscheinlich meine Schuld. Und wie findest du es, dass es mal generell bunter ist? Also ich finde es tatsächlich cool. Als du zu mir gesagt hast, oh geil, ich schminke einen Rainbow-Look, wie gesagt, meine Vorstellung war... eine andere. Du wieder. Und wenn ihr noch nicht dazu gehört, ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Drückt das kleine rote Knöpfchen und nein, ich meine nicht das X, sondern ich meine den Abonnieren-Knopf. Dann sehen wir uns in ein paar Tagen wieder und ja, ich freue mich auf euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Fühlt euch ganz, ganz doll gedrückt und geknutscht und ich würde sagen, bis wir uns beim nächsten Mal wiedersehen als Abonnent. Habt einen schönen Tag! Florian meinte gerade, ich darf das Video nicht beenden, ohne Team Julina zu singen. Richtig! Ich finde, wir bauen das in Zukunft ein, dass ihr das für mich singt. Oh, das ist eine geile Idee. Wir sind Team Julina. Team Julina. Wir sind Team Julina. Team Julina. Oh, we will still be high with the lights off.